Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir gemeinsam eine Stiftebox basteln. Dafür brauchen wir folgende Dinge, nämlich eine Plastikbox mit einem verschließbaren Deckel. Dann brauchen wir Acrylfarbe, einen Schwamm, normales Klebeband. Dann brauchen wir selbstklebendes Papier und eine Schere. Ich habe außerdem eine Heißklebepistole benutzt. Um das Ganze zu dekorieren, könnt ihr Glitzersteine, normalen Glitzer oder Schleifenbänder verwenden. Ihr könnt natürlich auch mit einem Pinsel und Farbe ein Motiv draufzeichnen. Als erstes brauchen wir unser selbstklebendes Papier. Da habe ich mir verschieden große Herzen aufgemalt. Diese Herzen habe ich dann ausgeschnitten und auf meine Plastikbox draufgeklebt. Mit dem Klebeband habe ich mir dann noch weitere Stellen abgedeckt. Nun habe ich begonnen, mit dem Schwamm die Farbe vorsichtig aufzutragen. Den Deckel habe ich dann auch noch gemacht. Dann lässt ihr das Ganze gut trocknen und ihr könnt das Klebeband wieder vorsichtig entfernen. Die Herzen habe ich dann auch noch vorsichtig weggenommen. Nun habe ich mir weiße Farbe und einen Pinsel genommen und die Herzen mit Punkten umrandet. Für oben und unten habe ich mir noch etwas Schleifenband abgeschnitten und mit Heißkleber festgeklebt. Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen, wie man die Stiftebox dekorieren könnte? Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Nun müsst ihr eure Box mit euren Lieblingsstiften füllen und fertig seid ihr mit der Stiftebox. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.